Tachchen, Leute. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich megamäßig. Ich habe von euch einige Rückfragen bekommen, ob ich Tipps hätte dazu, wie man eine Heizungsanlage am besten bauen kann. Und da muss ich sagen, ihr habt bei mir wirklich ins Schwarze getroffen, weil ich das Thema hier speziell in Portugal echt liebe. In diesem Video zeige ich euch, wie wir als dreiköpfige Familie gerade mal 420 Euro pro Jahr ausgeben, sowohl für Warmwasser als auch für die Heizung. Ich versuche das Video nur so wenig technisch wie möglich zu machen. Wenn ihr aber noch zusätzlich Fragen habt, könnt ihr mir gerne über die Kommentare schreiben und vielleicht habe ich ja da auch ein paar Gedanken dazu. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns die Daumen hoch gebt oder auch ein Abo. Das wird uns echt helfen, den Kanal weiter auszubauen. Jetzt aber nicht lange schnacken, los geht's! Eine meiner Grundideen war natürlich, dass ich so viel Energie wie möglich nutzen wollte, die bereits vorhanden ist und dass ich die Anlage natürlich so effizient wie möglich gestalten kann, damit ich so wenig abhängig bin von Öl, Strom und Gas wie nur möglich. Da wir hier in Portugal grob 6,5 bis 8,5 Stunden Sonne pro Tag haben, war für mich klar, dass die Sonne eine meiner hauptsächlichen Energiequellen sein sollte. Und weil ich halt extrem gerne auch mit Holz heize und das eigentlich schon mein ganzes Leben lang gemacht habe, war auch klar, dass ich Holz auch als zweite Energiequelle nutzen möchte. Als Fallback-Solution war mir dann aber auch klar, dass wenn Christine und ich irgendwann mal alt sind und wir das Holz nicht mehr schleppen können, dass wir dann vielleicht einfach nur auf den Knopf drücken können und trotzdem es hier drin warm ist. Und deshalb habe ich eine Präinstallation für eine Luftwärme-Wasserpumpe mit eingebaut. Als zweites haben wir uns hier für eine wasserführende Fußbodenheizung entschieden, die wir im gesamten Haus eigentlich verbaut haben. Und der riesengroße Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, dass ihr gerade mal eine Vorlauftemperatur von 35 Grad benötigt. Das heißt, das ist die Wassertemperatur, die reinläuft in die Spiralen und die dann über die Fläche die Temperatur in den Raum abgibt. Das ist insofern extrem vorteilhaft, weil ihr damit die Energie der Sonne ideal ausnutzen könnt. Wenn ihr das vergleicht zum Beispiel mit Radiatoren, die ihr an der Wand habt, dann braucht ihr eine Vorlauftemperatur von 80 Grad. Und das ist eigentlich eher sehr selten möglich, das mit der Sonnenenergie zu erreichen. Als zweites haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir hier einen Kaminofen einbauen, der insgesamt eine Leistung von 10 Kilowatt reinbringen kann, wenn man den voll durchfeuert. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass dieser Kaminofen hier oben drin eine Wassertasche hat. Das heißt, ungefähr 60% der Energie, die dieser Ofen bringt, wird dann über die Wassertasche unten in die Speichertanks reingebracht und 30% der Energie von diesem Ofen wird dann in den Raum reingebracht. Wir haben den Ofen ganz bewusst hier in den größten Raum reingebaut, weil wir damit natürlich die Fußbodenheizung hier in dem Raum nicht nutzen müssen. Und eine der wichtigen Dinge, warum wir den auch hier in diesen Hauptraum reingestellt haben, ist, dass er über die Frischluft, die er zieht, dem Raum auch Feuchtigkeit entzieht. Ich habe zwar hinten eine Präinstallation gemacht, dass ich die Frischluft auch aus dem Keller ziehen kann, mache ich aber nicht, weil der Raum natürlich durch den Ofen sehr, sehr trocken gehalten wird. Und dann haben wir überhaupt kein Problem mit Schimmel oder mit Feuchtigkeit. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn wir hier abends sitzen und das Feuer prasselt, ey, unbezahlbar. So, dann gehen wir mal rauf aufs Dach, denn da sind unsere Solarpaneele. Kommt mal mit. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir insgesamt 6 Solarpaneele installiert. Und wenn man eine maximale Leistung von grob 8 Kilowatt einrechnet, dann ist das natürlich für eine dreiköpfige Familie auf jeden Fall überdimensioniert. Ich erzähle euch aber auch gleich unten im Keller, warum ich das gemacht habe. Bevor wir runtergehen, noch einen kleinen Tipp. Wir haben die Anlage komplett in Richtung Süden ausgerichtet. Weil es aber häufig mittags hier immer noch etwas diesig ist, würde ich mir überlegen, ob ich die dann vielleicht doch ein bisschen mehr in Richtung Südwesten ausrichten würde, damit ihr noch mehr aus der Sonnenenergie rausziehen könnt. So, jetzt gehen wir aber mal runter zu den Speichertanks. Auch da, kommt mal mit. Wie ihr seht, haben wir hier unten im Keller 2 große Tanks eingebaut.
Das eine hier ist ein Speichertank für die Fußbodenheizung mit 1200 Litern. Und hier haben wir einen 1000 Liter Tank für das Warmwasser, also für Frischwasser. Das ist für eine dreiköpfige Familie auch ein bisschen zu groß mal wieder. Aber da wir hier in Portugal eine starke Sonne haben und oben auch diese überdimensionierten Solarpaneele haben, können wir in relativ kurzer Zeit viel Wasser warm machen. Und das ist eigentlich der Clou an der ganzen Geschichte. Denn die Tanks sind natürlich auch A++ isoliert. Das heißt, wenn wir mal sonnenarme Tage haben, dann können wir ohne Probleme, speziell beim Warmwasser, 3-4 Tage duschen und warmes Wasser ziehen, ohne dass wir zusätzliche Energie dazu packen müssen. Beim Speichertank für die Fußbodenheizung ist das natürlich nicht ganz so. Der ist relativ schnell wieder leer, aber den können wir dann oben über den Kaminofen ohne Probleme auf Temperatur halten. Worauf ihr bei der ganzen Sache aber auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr bei dem Frischwassertank hinten eine eigene Spirale durchlaufen habt, wo das Frischwasser dann entsprechend aufgeheizt wird, wenn es da durchfließt. Der große Vorteil daran ist, dass ihr nicht unbedingt immer diese 63 Grad halten müsst, die ihr haben müsstet bei herkömmlichen Tanks, damit sich dort keine Keime bilden. Bei dem ist es dann so, dass das Frischwasser ja so oder so aus der Leitung kommt und nur kurz durchläuft, warm wird und oben dann zum Duschen oder was auch immer dann rauskommt. Insofern ist es ohne Probleme möglich, dass dieser Tank dann auch über mehrere Tage mal unter 63 Grad ist. Und damit könnt ihr natürlich die Sonne ideal ausnutzen. Worauf ich bei beiden Tanks auf jeden Fall achten würde, wäre, dass beide Tanks einen eigenen Wärmetauscher haben. Das heißt, wenn über die Sonne oder den Kaminofen Energie runterkommt, dann könnt ihr die individuell beladen. Das Gute an der ganzen Sache ist, wenn ein Tank zum Beispiel viel Energie hat und draußen die Sonne nicht ausreicht, um hier weiter Wärme reinzubringen, dann könnt ihr den zweiten Tank ohne Probleme dann mit der vorhandenen Sonnenenergie weiter beladen. Und damit könnt ihr natürlich ideal die Sonne auch wiederum ausnutzen. Das könnt ihr hier extrem gut sehen. Und zwar seht ihr, dass wir insgesamt zwei Pumpen haben. Eine für den Warmwassertank und eine für den Speichertank. Und noch einen kleinen Tipp, der aus meiner Sicht auch echt richtig viel Energie sparen kann. Hier seht ihr eine Umwälzpumpe. Diese Umwälzpumpe ist dafür da, dass wenn ihr oben das Wasser zum Duschen aufdreht, nicht 3 Minuten warten müsst und bis das Wasser dann warm wird und ihr eine Menge Wasser verballert, sondern dass das Wasser direkt warm ist, wenn ihr es aufdreht. Es gibt zwei unterschiedliche Pumpen. Einmal eine relativ schwache Pumpe, die aber kontinuierlich dreht. Damit verliert ihr aber relativ viel Energie. Die zweite Form der Pumpen, die haben wir hier eingebaut, das sind Pumpen, die kurz on demand richtig viel Power entwickeln. Die drehen das Wasser in den Leitungen einmal innerhalb von 2-3 Minuten um und dann habt ihr oben Wasser. Normalerweise sind die angeschlossen an einen Lichtschalter, den ihr im Bad betätigt. Das haben die bei uns aber damals vergessen. Und da war ich erst ein bisschen angesickt, dass die das vergessen haben, aber im zweiten Moment habe ich echt Glück gehabt. Wir gehen ja auch öfter mal einfach auf Toilette und wenn man das Licht anmacht, verballert ihr im Prinzip jedes Mal Energie, die ihr aus den Speichertanks rausnehmt. Und da kam mir die Idee, dass ich hier einen Wi-Fi-Schalter einbaue. Und der kann entweder über das Handy, irgendwelche Smart Home Devices, wie zum Beispiel Alexa, gesteuert werden. Alexa, warm Wasser an. Okay. Und jetzt läuft unten die Pumpe für 3 Minuten durch, schaltet sich automatisch wieder ab. Und dann haben wir hier oben, wenn wir den Wasserhahn aufmachen, direkt warmes Wasser. Und damit spart ihr auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke an Energie. Im letzten Winter war es hier in Portugal wirklich richtig kalt. Da hatten wir Temperaturen in der Nacht so zwischen 2 und 4 Grad und tagsüber so zwischen 9 und 13 Grad. Und wir haben insgesamt im letzten Jahr für eine dreiköpfige Familie sowohl für Heizen als auch Warmwasser 420 Euro ausgegeben. Und ich kann mich daran erinnern, als wir in den alten Häusern gewohnt haben, haben wir das alleine in 1,5 Monaten nur an Strom verballert. Und da war es dann vielleicht 18 oder 19 Grad in der Bude. Gerade bei diesen explodierenden Energiekosten macht es aus meiner Sicht wirklich Sinn, sich vorab Gedanken zu machen, wie kann ich die vorhandenen Energiequellen ideal nutzen. Und deshalb hoffe ich, dass ich euch mit meinem Video heute ein paar Inspirationen geben konnte. Das war's für heute erstmal. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es würde mich echt freuen, wenn ihr mir den Daumen hoch gebt oder auch abonniert, weil wir damit unseren Kanal weiter ausbauen können. Jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.